Es fehlt noch eins! Oh, das sieht aber auch sexy aus. Also das ist schon geil. Das ist schon Porno, ey. Muss ich jetzt echt mal so sagen. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Hausbilder Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja schon angefangen, unser modernes Haus zu bauen. Haben schon Fundamente gegossen, haben eine Menge ausgegraben, haben hier mit unseren Turmträgern Betonteile schon vorgestellt und so weiter. Haben noch Fußbodenheizung verlegt, isoliert. Alles haben wir schon gemacht. Absoluter Wahnsinn. Also wir sind wirklich tüchtig und die Baustelle geht gut voran. Deswegen immer Arbeitsschutz geht alle an. Wir brauchen nämlich zwei B130 Teile. Da ist das B80-Teil und da hinten kommt B130. Wir brauchen jetzt hier noch diesen langen Stutz, den B120. Okay, wir haben einen Teil vergessen. Ich bin auch mittlerweile eins geworden mit dem Kran, muss ich ehrlich sagen. Der Kran und ich, wir haben uns so krass angenähert, wir sind mittlerweile miteinander verflossen. So, was wir jetzt natürlich machen, sind Rohre hintun. Rohre hintun. Es ist wichtig, dass man Rohre hintut, Leute. Wartet kurz. Decke. Ja. Das B140. Das sind die B140 Betonteile. Und zwar habe ich hier schon eins liegen. Das ist ein B140. Respekt. Hätte ich so jetzt nicht gedacht, aber ja, wir trainieren ja auch nicht umsonst. So, wir brauchen insgesamt, ich habe auch schnell durchgezählt, 14 Stück. Eins haben wir schon da, das heißt, wir brauchen nochmal 13. So, jetzt kommt nämlich die Decke drauf. Jetzt nehmen wir erstmal das Teil hier. Bei uns drauf. Glaubt ihr mir nicht, dass das B140 ist? Zack, ist aber B140. Ihr glaubt mir auch nicht, dass es 14 Stück braucht? Werdet ihr sehen. Ihr werdet sehen. Wie ich hier meine Filigran-Decke drauf baue. Müssen kurz raus aus dem Kran. Muss eine Sache schnell überprüfen. Dazu muss ich aber erstmal nach oben. Übrigens eine schöne Treppe, wie ich finde. Auch für Rollstuhlfahrer geeignet. B60. Glaubt er nicht? Zweimal B60. Wir werden sehen. Ja! Mein Gott, so schnell ist keiner den Grad hochgeklettert, wie du hier immer am Hupen bist. Outstanding. Okay. Okay, lass mich kurz von oben schauen. Was wir brauchen. Ah, okay. Okay. Mein geschultes Auge. Kurz geprüft, wir brauchen ein B80. Ein B80 sollte reichen. Wir brauchen zwei B60. Und wir brauchen vier. Ja, vier waren das, glaube ich. B130. Ja, genau. Glaubt ihr nicht? Okay, kein Problem für mich. Oh, B130 stimmt ja schon mal. Sehr gut. Haben wir noch eins? Ah, okay, hier haben wir ein B80. Ihr erinnert euch, ein B80 haben wir bestellt. Ah, das bauen wir erstmal da rein. B130 haben wir noch. Okay, perfekt. Und B60 hatten wir auch noch zwei. So, du kannst wieder einen Filibus machen. Oh, hey, guck mal an. Ja. Und das, meine Freunde, ist jahrelange Erfahrung. Das machst du nicht. Das schüttelst du dir nicht aus der Ärmel, das Wissen. Das schüttelst du dir nicht aus dem Ärmel, das Wissen. B70, B30. Jetzt haben wir aber alles am Haken, was wir so hier am Haken haben können. So, sehr gut. Jetzt haben wir doch hier schön ein abgegriffelt. Ein B100-Teil und ein B50. 40, 50. So. Ihr fragt euch bestimmt, woher ich das weiß, alles. Fragt ihr euch jetzt? Also, muss ich jetzt mal ernsthaft fragen? Fragt euch, woher ich das weiß? Ist kein Problem. Ich zeig's euch. Aber nicht jetzt. Ist nämlich ein Geheimnis. Aber das wird ein schönes Häuschen, Mensch, muss ich sagen. Also bin ich sehr gespannt. Ich mag ja diese modernen Häuser, ne? Also so moderner Baustil, moderne Häuser. Ist schon was Geiles. Sieht immer gut aus. Also ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr, was für Baustile ihr schön findet. Es gibt ja wirklich die verschiedensten und wildesten Sachen. Also muss man ganz klar sagen. Aber ja, einfach so, was für Baustile für euch so in Frage kommen würden, wenn ihr jetzt einfach bauen könntet. Ne? Jetzt mal unabhängig vom, naja, unabhängig vom Geld. Soll schon ein bisschen realistisch werden. Also wir haben ja Stadtvilla gebaut. Ich finde den nach wie vor sehr schön.
wenn ich jetzt weniger aufs Geld achten müsste, dann würde ich die Stadtvilla anders bauen. Also ich würde sie, vom optischen, vom Stil her anders bauen. Oh, 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 schön sagt er. Oh. Haben wir alle? Komm, lass das eine so stehen. Hier vorne kommt dieses große hin. Nee, hier in die Mitte kommt dieses große. So. Wollen ja auch irgendwann fertig werden. Das waren schon mal 4 Stück. Sehr gut. Das war schon mal wieder völliger Fail. Ach, jetzt fehlt eins. Ernsthaft? Jetzt fehlt eins, weil die wieder sonst wohin geflogen sind. Och, Manu. Okay, das letzte Teil einsetzen. Es fehlt noch eins! Er hat doch gerade... Oh. Okay, wir sollen die Decke isolieren. Alles klar. Und dann wird natürlich hier auch nochmal Beton drauf gegossen und dann sollte die Decke eigentlich wahrscheinlich fertig sein. Ah, okay, die ist auch so leicht. Guck mal, die ist so leicht angeschrägt. Also da haben sie tatsächlich so Wert drauf gelegt. Sollen wir die Dachpappe ernsthaft mit dem Kran da installieren? What? Guck mal hier, perfekt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die Hälfte nicht wieder wegfliegt. Okay. Da sehe ich schon wieder die Schatten kreisen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die Hälfte nicht wieder wegfliegt. Die Dachpappe Schatten sehe ich da schon wieder kreisen. 2 fehlen. Oh. Okay, okay. Kein Problem. Wir bestellen nochmal 2. Komm, scheiß drauf. Ist halt so. Outstanding. Perfekt. So, was brauchen wir jetzt? Ah, guck mal, jetzt brauchen wir dieses Blechdach. Und zwar 68 Stück. Ich weiß nicht, wie viel ich am Kran habe. Immer noch? Okay. Ja, das sieht gut aus. Okay, das sah sehr gut aus. So, die 3 Stück. Okay, perfekt. 22 sollen wir jetzt nochmal bestellen. Okay, hier haben wir auch noch eins fertig. So, hier haben wir auch nochmal 2 Platten dran. Da müsste es ja schon fast gewesen sein. Reicht vor allem. Das ist wichtig. Oh, oh, oh. Hat er alle am Haken? Ja, hat alle dran. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dach. Ja. Ja. Ah, Fensterdinger einbauen. Okay, alles klar für die Fensterelemente. Das ist ja geil. Okay. Sexy. Das ist halt das Geile, ne? Also so eine große... Eine Garage ist das ja, Leco Mio. Also das hat was, definitiv. Würde ich jetzt, wäre ich auch nicht abgeneigt. Super modern. Mein Beton ist... man muss halt auf das Grau klarkommen, ne? Ist auch immer so eine Sache. Kann auch nicht jeder. Ich bin auch sehr gespannt, was vielleicht noch für Häuser kommen werden. Also das muss ich auch mal so sagen. So. Hier die Seite auch gleich noch fertig machen. Das sieht schon krass aus. Das sieht schon krass aus. Oh, jetzt werden hier die Glas, mit Sicherheit die Glaselemente verschraubt. Hier für den Balkon. Das sieht auch gut aus. Natürlich mit so Glasdingern dann, ne? Das hat natürlich auch was. Ui, aber nicht ein Infinity Pool mit Glasfront, oder? Das ist aber ganz anders. Das ist aber ganz anders. Okay, verlege Bodenfliesen. Ja, jetzt wird es interessant. Ey, jetzt muss ich ja auch noch einen Fliesenleger machen. Was ist denn da los? Fassaden, Bodenfliese, Bodenfliese hier. 245 brauchen wir insgesamt. So, dann werde ich mich mal ausleeren gehen. Weil das brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Schöne graue Betonbodenfliesen. Wir haben das bei uns gesehen. Wir haben im Bad auch Meter mal Meter Fliesen.
Das macht keinen Spaß. Dann 1,20 Meter oder 1,60 Meter mal 80 haben wir auch noch. Das macht alles keinen Spaß mehr, das zu verlegen. Also das ist auch alleine, kannst du da fast gar nicht mehr, ne? Die selbstständigen Fliesenleger, die hier alleine unterwegs sind, so eine Einmannfirma, da bist du, da kommst du voll an dein Limit. Vielleicht ist ja unter euch so ein Fliesenleger oder sowas, keine Ahnung. Kann er gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der das bestätigen kann, würde mich mal interessieren. So, machen wir mal hier Raum für Raummast fertig. Den Raum haben wir. Sehr gut, die Geschichte hier noch. So, das können wir nehmen. Perfekt. Alter, was für ein Haus ist das? Also wirklich heftig. Wirklich heftig. Also das ist mit Abstand das Aufwendigste, was wir bis jetzt gebaut haben. Also das muss man mal ganz klar sagen. Und mit diesen ganzen Betonelementen. Sehr schön. Ah, guck mal, jetzt können wir hier die Glasscheiben installieren. Sehr gut. Ah, hier außenrum noch das Gerüst. Ich weiß nicht, ob das Gerüst hier im Weg steht. Kann ja gerade wieder runterheben dann. Bauen, bauen, immer nur bauen. Was soll ich denn bauen? Das ist aber auch geil. 40 Terrassendielen. Terrasse. Oh, das sieht aber dann auch wirklich schick aus, ne? Muss man schon sagen. Also, das wird schon ein sehr, sehr, sehr schönes Haus. Würde ich auch so. Na gut, solche Dielen hier, da bin ich kein Fan von, weil die sind halt einfach nach so und so langer Zeit hässlich. Den Pool auskleiden mit Mosaikfliesen. 100 Stück. Okay, Mosaikfliesen. Oh, ja, ja, mein Gott. Jetzt haben wir ja immer die ganze Bude durchgefliest. Da können wir die paar Mosaikfliesen können wir auch noch in den Pool kleben. Okay, 100 Mosaikfliesen. Auf geht's. Jawoll. Schöne Mosaikfliesen für den Pool. Boah, das sieht aber auch sexy aus. Also das ist schon geil. Das ist schon Porno, ey. Muss ich jetzt echt mal so sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Go ahead. Boah, Pool ist... Ich habe jetzt Wasser in den Pool gelassen. Impressive. Oh mein Gott. Aber guckt euch die Bude an. Krass, oder? 1 Stunde 7 habe ich gebaut. Leck mich am Arsch. Guckt euch die Bude an. Die ist wirklich krass. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war das letzte Haus gewesen, was aktuell noch zur Verfügung steht. Wir müssen quasi darauf warten, ob noch was Neues kommt. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen und bin erstmal raus. Euer Manus. Tschüss und ciao.